Ich grüße euch zu meinem kleinen Vortrag über Barrierefreiheit in Joomla Version 4. Als wir angefangen haben, die Version 4 zu entwickeln, das Backend zu entwickeln, hatten wir die Aussage, dass Behinderte sowieso nicht ins Backend kommen. Das ist natürlich falsch. Und Joomla 4 ist der beste Beweis dafür. Joomla 4 ist barrierefrei. Ich muss dazu sagen, dass ich das Wort barrierefrei nicht besonders gerne mag. Im Englischen ist es das Accessibility, accessible, also zugänglich. Barrierefrei würde etwas implizieren, was es gar nicht gibt. Ein Gebäude kann auch nicht barrierefrei sein. Ihr könnt vielleicht mit ebenerdig reinfahren und habt Automatiktüren. Aber es sind Treppen da und die gehen auch nicht weg. Ihr könnt nur daneben einen Lift bauen oder eine Rampe bauen, dann ist das Gebäude zugänglich, aber nicht barrierefrei. Und das ist auch im Web. Wir können Elemente auf einer Webseite haben, die als solche nicht barrierefrei sind. Aber wir können, je nachdem, welche Behinderung vorliegt, einen anderen Zugang schaffen. Jetzt machen Unternehmen nichts aus reiner Menschenfreundlichkeit. Diese ganze Barrierefreiheit und der Wunsch nach barrierenfreien Webseiten entsteht aus dem Wunsch der Unternehmen, Vorteil davon zu haben. Und in diesem Fall sind es zwei Hauptbegriffe. Das eine ist die Suchmaschinenoptimierung. Besser dazustehen in Suchmaschinen ist das Hauptziel jeder Suchmaschinenoptimierung. Und es gibt Untersuchungen, die beweisen, dass Unternehmen besser dastehen, wenn sie barrierefreie Webseiten haben. Sie stehen in den Suchmaschinen weiter vorne, erreichen damit automatisch ein größeres Publikum. Und zwar auch ein Publikum, das sie auf Seiten mit Barrieren nicht erreichen. Sie haben eine bessere Konversionsrate. Denn Seiten, die den Benutzern gute Formulare vorgeben, die ihnen Zeit geben, diese Formulare auszufüllen, die das Ausfüllen leicht machen, werden mehr Klicks auf Kaufe dies erreichen als schlechte Formulare. Sie sprechen das Publikum besser an und erzeugen damit eine bessere Darstellung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt sind sie auch performanter. Und Performance ist auch von Suchmaschinen honoriert. Bei Forbes gab es auch eine Untersuchung, die festgestellt haben, dass Unternehmen mit barrierefreien Seiten erfolgreicher sind. Das ist jetzt so eine Henne-Ei-Frage. Sind sie erfolgreicher, weil sie barrierefreie Seiten haben? Oder machen sie barrierefreie Seiten, weil sie eben innovativer und vorausschauender sind? Kann ich nicht sagen, aber die Beziehung ist da. Das zweite ist die Inklusion. Inklusion heißt ja einfach alle zusammen und nicht ein extra Ausgang und der Katzentisch am Klo für die Rollifahrer und der normale Raum für alle, sondern es sollen alle dasselbe benutzen können, wenn auch auf verschiedene Weise. Das ist vom Gesetzgeber so geregelt und ich kann jetzt eigentlich nur für Deutschland sprechen, aber es gibt in allen Ländern ähnliche Regeln, also Gleichstellungsgesetze, die vorschreiben, dass Behörden und öffentliche Stellen ihre Webseiten barrierefrei machen müssen, auch auf Mobilgeräten. In Deutschland gibt es eine spezielle Vorschrift, die BETV,
derzeit in Version 2.1. Ab der internationalen Standard ist Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Das 2.1 ist eine Erweiterung von 2.0. Es steht derzeit eine 2.2 an. Die wird wahrscheinlich im Dezember veröffentlicht werden. Diese Richtlinien, die vorhandenen Richtlinien ändern sich nicht. Menschen bleiben gleich, Behinderungen bleiben gleich, die Maßnahmen dagegen bleiben gleich. Aber es kommen immer wieder neue Techniken dazu. Die 2.1 hat sich auf Responsive-Seiten ausgewirkt und die Responsivität verbessert. Bei 2.2 wird es auch mehr um kognitive Einschränkungen gehen. Dann gibt es noch den Begriff der Usability. Das möchte ich nur kurz erwähnen, denn Usability, also die Benutzerfreundlichkeit, ist mit der Barrierefreiheit absolut eng verbunden. Da habe ich jetzt einen Kontrastfehler, ich weiß es. Usability, Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit gehören zusammen. Sie sind nicht dasselbe, aber untrennbar. Ja, jetzt habe ich also viel über Barrierefreiheit gesprochen und das hat ja jetzt nichts mit Joomla selber zu tun, das ist ganz allgemein, gilt für alle Webseiten. Und ebenso allgemein ist dann die Frage, ja, schön, ja, aber wie mache ich jetzt die Webseite barrierefrei? Und da könnt ihr einfach mal googeln. Ja. Webseite barrierefrei gestalten und schon habe ich 1.200.000 Treffer. Super. Ich habe mir jetzt mal die ersten paar rausgesucht. Und zwar von Leuten, die wirklich was von Barrierefreiheit verstehen und auch gute Namen haben. Da kommen also solche Vorschläge, wie auch der Lukas vorhin schon gebracht hat, und die sind so wahr wie das Evangelium. Zum Beispiel, dass man Farben mit gutem Kontrast zum Hintergrund veröffentlicht, dass man den Fokus sichtbar macht, korrektes HTML verwendet, Keyboard ermöglicht, ist alles wahr. Und die Überschriften heißen dann immer, ja, machen Sie Ihre Webseite barrierefrei in 6 einfachen Schritten. Und dann kommt sowas. Ist vollkommen richtig. Aber, erstens, es sind 6 Schritte von ungefähr gefühlt 10.000 möglichen und wichtigen Schritten. Ja. Na, wieder eine Fehlerseite. Sie berücksichtigen nicht, also zum Beispiel Captures oder Fokus oder was habe ich mir noch aufgeschrieben? Farbenblindheit, da seht ihr mal, was das bewirkt, wenn der Kontrast nicht stimmt. Naja, Tausende von Teilen, die da ineinander greifen müssen, um Barrierefreiheit zu erreichen. So, ja, und jetzt kommt wieder die entscheidende Frage. Die Seite muss mit Keyboard bedienbar sein, damit sie barrierefrei ist. Schön, super. Ja. Und jetzt aber wie? Wie macht ihr die Seite mit dem Keyboard bedienbar? Und für die Leute, die Joomla verwenden, ist die Antwort wirklich einfach. Sie nehmen Joomla 4. Ist alles drin. Wenn ihr eine Seite auf Joomla 4 aufbaut, habt ihr automatisch die Keyboard-Bedienbarkeit,
Habt ihr die Farbkontraste richtig? Habt ihr, egal, was ich vorher aufgeführt habe. Also Joomla 4. Jetzt ist Joomla 4 ja also ein riesiges System. Und man nennt, also wir nennen das jetzt, nicht wir nennen das, sondern man nennt das ein Authoring-Tool. Es ist ein Tool, ein Werkzeug, um Webseiten zu gestalten, zu erzeugen. Joomla ist ein Authoring-Tool, das die Erzeugung von barrierefreien Webseiten gestattet. Es folgt damit eine Richtlinie, die sich ATAC nennt. Authoring Tool Accessibility Guidelines. Und das sagt zum Beispiel, wenn dein Tool barrierefreie Webseiten erzeugen soll, dann muss es zum Beispiel die Alttext bei Bildern ermöglichen. Es sind eine ganze Reihe solcher Vorschriften, um die braucht ihr euch eigentlich nicht kümmern, aber ihr solltet wissen, dass Joomla das eben alles kennt und berücksichtigt. Es ist ein accessible Tool, es erzeugt barrierefreie Webseiten. Und diese Webseiten sind gemäß der Web Content Access Guidelines Version 2.1 erzeugt. In der Conformance AA. Die Schnittstelle zu diesem Authoring-Tool, das ist das Backend, ist ebenfalls barrierefrei. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt, in dem sich Joomla 100% von anderen Tools unterscheidet. Wir haben ein barrierefreies Backend. Und damit ist die erste Aussage, dass Behinderte nichts im Backend verloren haben, sowieso widerlegt. Wir haben sogar in unserem Joomla Accessibility Team, die Viviana und ich, haben ein Mitglied, das blind ist und Webseiten erstellt. Also ein blinder Webdesigner. Und seine Aussage ist uns immer sehr wertvoll. Und er sagte, er kann mit Joomla im Backend arbeiten, Webdesign betreiben, aber nicht mit anderen Content-Management-Systemen. Wenn ihr Webseiten für Behörden erstellt zum Beispiel, wisst ihr nicht, ob die Redakteure und die Administratoren blind oder sonst wie sehbehindert sind oder behindert sind, motorisch behindert sind. Deshalb ist das auch so wichtig und ein super gutes Argument, wenn ihr Auftraggeber habt, die die Seiten für einen öffentlichen Dienst erstellen wollen. So, Joomla hat da eine lange Geschichte bezüglich der Barrierefreiheit. Joomla hat angefangen mit dem Beats Template, das in der Version 1.5 da war und das war richtig ein Vorreiter für Barrierefreiheit. Und wir hatten das barrierefreie Hardware Backend Template. Das war aus Sicht der Accessibility ein gutes Template. Nur konnte es sich durch seine Optik nicht gegen das ISIS durchsetzen. In der Version 4 hat man dann beschlossen, dass wir erstens nicht genug Ressourcen haben, um parallel zwei Templates zu halten. Erstens. Und zweitens würde das auch dem Grundsatz der Inklusion widersprechen. Die Behinderten brauchen nicht einen extra Knopf für den Katzentisch, sondern das soll alles integriert sein. Wenn jetzt im Backend wirklich ein Mensch mit visuellen Problemen ist, dann kann man das Backend auch anpassen, indem man überflüssige Elemente reduziert und wegblendet.
Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Denn je mehr Information auf einem Bildschirm zusammengequetscht ist, umso schwerer ist es auch zu überblicken. Und wenn ihr euch vorstellt, ein Blinder bekommt das alles vorgelesen, dann werdet ihr verstehen, dass je weniger Elemente da sind, umso einfacher die Handhabung ist. Da gibt es ein ganz wichtiges Plugin in Joomla, das solltet ihr alle immer einschalten. Das ist das neue, das ist das Skip-to-Navigation-Plugin. Das ist standardmäßig im Backend angeschaltet, aber nicht im Frontend, denn manche Template-Hersteller haben das schon integriert. Und dann würde es sich damit irgendwie schlagen. Deshalb muss man eben selber wissen, ob das schon da ist oder nicht. So, und jetzt werdet ihr als Webdesigner eine Webseite nicht nur Joomla installieren, Cassiopeia aufrufen und fertig, sondern ihr macht Extensions drauf, ihr macht andere Templates und anschließend wird die Seite von Redakteuren bearbeitet. Die Webseite steht stabil, solange alle vier Beine gleichmäßig sind. Jetzt kommt aber, kann an jedem Bein jemand sägen. Und dann wird es kritisch. An einer Stelle am Content muss dem Kunden klargemacht werden, dass das die Verantwortlichkeit der Redakteure ist. Als Designer könnt ihr da zwar eine Basis herstellen, aber ihr könnt nicht verhindern, dass Redakteure mit ihrem Text, mit ihren Farben, mit ihren Tabellen die Barrierefreiheit zerstören. Das muss geschult werden. Joomla unterstützt die Herstellung von Content durch ein Accessibility-Checker-Plugin. Dazu komme ich aber nachher noch. Das ist ein Tool und darüber werde ich noch sprechen. Dieses Tool hat eine gewisse Menge von Regeln, die es der Reihe nach abcheckt. Zum Beispiel der Kontrast, die Farbe zu Hintergrund muss eine bestimmte Kontraststärke haben. Wenn es so eine Verletzung findet, dann meldet das es. Ihr könnt es hier. Hier seht ihr Zugänglichkeitsfehler gefunden. Es meldet auch, wenn es ein Bild findet ohne Alttext. Aber insgesamt ist dieser Test gut, aber nicht vollständig. Also Schulung muss da sein. Was jetzt für euch wichtig ist, sind Templates. Was der Lukas vorher gesagt hat, das war schon alles vollkommen und nahtlos hier zu gebrauchen. Was ihr aber noch wissen müsst, das ist, dass die Verwendung von Frameworks vorsichtig gemacht werden muss und dass ihr das laufend testen müsst. Denn Frameworks, Joomla liefert accessible Layouts. Aber bei Frameworks werden alle diese Layouts überschrieben und ihr wisst nicht wie. Also kann es sein, dass es ein gutes Framework ist, dass das Accessibility beherrscht und berücksichtigt. Es kann aber auch sein, dass im Framework Fehler drin sind. Und das muss man testen. Da nützt nichts anderes. Genauso wie bei Erweiterungen. Joomla macht Eingabefelder
Formulare, Strukturen accessibel. Erweiterungen machen eigene Formulare, eigene Felder, eigenes CSS. Manche Erweiterungen sind hundertprozentig in Joomla integriert. Sie benutzen dieselben Layouts, benutzen API, die Bibliothek, alles. Und dann sind sie auch automatisch barrierefrei. Aber ihr wisst es vorher nicht, ohne dass ihr auch mal drüber schaut. Und dafür gibt es ja, ich habe ja die falsche Seite aufgerufen. Dafür gibt es verschiedene Prüftools. Zum Beispiel kann man mit Lighthouse schon mal nachweisen, dass unser Cassiopeia überall 100% erreicht, auch bei Accessibility. Auch bei so einer kleinen Seite, die ich hier zeige. Aber Lighthouse ist ein Tool, das ja hauptsächlich für SEO-Zwecke gemacht ist. Es gibt schon Tipps auch für Barrierefreiheit. Aber mit den Tools ist es so eine Sache. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich schwitze, da ist ein bisschen schwindelig. Ich habe Herzklopfen, kann mich nicht konzentrieren. Dann schaue ich schnell mal bei NetDoctor. Und was kommt raus? Ja, Schilddrüse, Diabetes, Leber, ganz schlimm. Dann gehe ich aber zum Arzt, meine Ärztin, die schaut mich an und sagt, ja, also heute hat 37 Grad, ja. Haben Sie heute schon was getrunken? Und das ist einfach, weil ein Tool eben Regeln abcheckt. Aber es geht nicht, ohne dass ein Mensch die Ergebnisse überprüft. Es kann falsch positiv sein, kann falsch negativ sein. Das Kontrastchecker, was auch der Lukas vorhin gesagt hat, Kontraste abzuchecken, das macht man schon während des Designs. Und dieser Kontrastchecker ist da ein recht nützliches Werkzeug. Das ist, ihr könnt das googeln, das ist ein Add-on für den Browser. Wenn ich nachher noch ein bisschen Zeit habe, kann ich das zeigen. Und es gibt ebenso ein Browser-Add-on, nennt sich Wave und ist sehr praktisch. Es gibt einen schnellen ersten Eindruck, findet zum Beispiel Kontrastfehler. Ich habe hier eine beliebige Seite von Amazon. Da seht ihr schon 17 Kontrastfehler. Bei Cassiopeia 0 Kontrastfehler. Andi ist ebenfalls ein, es ist ein Lesezeichen. Das Andi ist gut zum Durchtappen, denn ein ganz wichtiges Kriterium ist, dass eine Seite mit dem Keyboard bedienbar ist. Das kann man nur dadurch testen, dass man durchtappt. So. Jedes interaktive Element muss antappbar sein. Dafür ist das Andi gut geeignet.
Und ihr werdet dann auch feststellen, dass gerade solche Pop-ups und Cookie-Banner und ähnliches sogenannte Keyboard-Fallen sind. Man kann reintappen, aber man kommt nicht mehr raus. Und dann ist die Seite natürlich von Barrierefreiheit her kaputt. Ein weiteres Tool sind Landmarks. Ist auch ein Browser-Add-on. Und prüft die Regel, ob jedes Element innerhalb einer Region ist. Das ist für assistive Technologien wichtig, wenn jemand das vorgelesen kriegt. Wenn jemand den Screenreader benutzt, dann bekommt er eine Liste mit Regionen. Er sieht es ja nicht. Wir können ja sehen, hier ist der Header, hier ist der Footer, hier ist. Wer es nicht sieht, muss gesagt kriegen, welche Regionen da sind. Und das kann man hier gut visualisieren, Landmarks. AX ist eins der ältesten Tools und eigentlich sehr gut, aber ich bevorzuge den IBM Accessibility Audit. Ebenfalls ein Add-on. Und das prüft sehr genau. Aber oft zu genau. Diese Tests AX und IBM machen ganz viele Falsch-Positiv-Meldungen. Da bekommt man erstmal einen Schreck. Aber man kann jede einzelne Meldung durchtappen und jeder für sich prüfen, stimmt's oder stimmt's nicht. Muss ich was ändern? Wenn ich was ändern muss, gibt es Tipps, was man machen soll. Und ja, und manchmal kann man auch nichts ändern. Kann passieren. Wenn man einen Screenreader testen will, gibt es zwei freie Produkte. Und ich muss dazu sagen, dass ich selber nicht mit Screenreader teste, weil es mir zu kompliziert ist. Das ist ein Blinder, der mit Screenreader arbeitet. Der kann das. Der hat das gelernt. Der macht das jeden Tag. Die Blinden arbeiten so schnell mit solchen Tastenkombinationen. Das ist unglaublich. Wenn ich das einschalte, werde ich wahnsinnig, weil es ständig vor sich hin plappert und ich weiß nie warum. So. Die häufigsten Fehler sind, die ich bei solchen Tests gefunden habe, sind, ich muss jetzt unbedingt umschauen, fehlende Labels. Dann haben wir hier dieses Skip-to-Navigation. Das hat unser blindes Team-Member so hervorgehoben, dass das so wahnsinnig wichtig ist, wenn man so wahnsinnig nützlich ist für Blinde, wenn das im Frontend auch eingeschaltet wird. Es darf sich nur nicht mit eventuell schon vorhandenen Skip-to-Navigations überschneiden. Das muss jeder für sich selber wissen. Und das ist auch wichtig. Es gibt Plugins zur Unterstützung der Barrierefreiheit. Aber eine Seite, die nicht barrierefrei ist, könnt ihr damit auch nicht mehr barrierefrei machen. Es geht nicht, egal was versprochen wird, geht nicht. Diese Plugins sind zum Beispiel sowas, was wir auch haben und was gerade neu überarbeitet wird. Das ist gewöhnlich durch ein kleines
Rollstuhlsymbol sichtbar. Es ermöglicht manchen Benutzern, die irgendwie visuell eingeschränkt sind, dass sie zum Beispiel Text vergrößern oder Text verkleinern. Denn Menschen, die das Sichtfeld sehr eingeschränkt ist, die wollen nicht große Texte sehen, sondern die wollen möglichst klein, damit sie ein bisschen was erkennen. Oder auch eine Führungszeile für Menschen, die Probleme haben, sich zu konzentrieren. Die können mit einer Führungszeile sich besser auf einer Zeile halten. Ja, also barrierefrei müsst ihr ja am Ende nachweisen können. Wenn ihr einen Auftrag gemacht habt, mach eine barrierefreie Seite, müsst ihr hinterher beweisen können, dass sie barrierefrei ist. Sonst kann der Auftraggeber das ja nicht nachprüfen. Barrierefrei heißt, die Erfolgskriterien sind alle erfüllt. Ihr könnt alle relevanten Erfolgskriterien abhacken. Wenn ihr kein Video auf der Seite habt, dann braucht ihr natürlich das entsprechende Kriterium nicht, also nur die relevanten. In Deutschland kann man nun auch bei BITV einen Test durchführen lassen. So ein Audit kostet schnell einen fünfstelligen Betrag. Und wird deshalb nur von größeren Unternehmen gemacht. Man kann einen Selbstaudit machen, eine Selbstbewertung. Für die Selbstbewertung gibt es einen Katalog von Kriterien, die erfüllt sein müssen. Wenn man dann alle Kriterien abgehakt hat, und das ist jetzt das Ziel dieser ganzen Aktion, dann könnt ihr unten auf eure Webseite eine Erklärung zur Barrierefreiheit schreiben. Das ist so etwas Ähnliches wie die Datenschutzerklärung, aber es ist nicht rechtlich verankert, sondern es ist freiwillig, macht natürlich was her. Und wäre das Ziel jeder Aktion. Ja, die Zeit ist weggelaufen. Und deshalb sage ich jetzt einfach, wenn ihr Fragen habt, dann ist das jetzt eine gute Gelegenheit. Und die Viviana wird mir helfen, die Fragen zu beantworten.